911 Magazine, Episode 11, dubbed Extraordinary. In this episode, we see Manfred Huber fulfills his dream of driving a Porsche. Night drone flight at the Porsche Museum. What the new Porsche 718T and the Bauhaus style have in common. The last of just 14 Volkswagen 39s ever built. Globetrotting in the Porsche 928. We always look forward to the next episode of 911 Magazine. And today, Episode 11 is out for us to watch. Als ich so 11, 12 Jahre alt war, habe ich dieses Motorsägen-ähnliche Kreischen gehört und habe mich sofort in diesen Sound verliebt. In meiner Familie war es so, dass ich auf heftigen Widerstand gestoßen bin, weil ich ja damals meinen eigentlich sicheren Job weggeschmissen habe. Und habe gesagt, ich will Schrauben, ich will eine Werkstatt haben und ich will Porsche. Dann habe ich mir einen alten Kuhstall angemietet, also quasi ohne Heizung mit Plumpsklo. Ich habe das 8 Jahre durchgezogen und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich es jetzt mache, dann mache ich es gescheit. Und dann habe ich halt vor 20 Jahren neu gebaut. Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, einen 911 zu kaufen. Ich habe nicht genau gewusst, wie fast jetzt das Auto. Und dann habe ich einen Hebel erfunden, der ersetzt quasi die Beine und die Handbremse. Mit diesem Hebel habe ich das Auto bewegen können. Und dann habe ich gemerkt, Porsche ist einfach Sportwagen Nummer 1 für mich. Ja, beim Grünen war es so, ich wollte den Wagen auffällig machen und habe mich dann für Gelb-Grün entschieden, mit orangen Felgen und orangen Käfig. Ich habe ein Sportlenkrad verbaut, ich habe Sportsitze drinnen, ich habe kein Handschuhfach, keinen Radio, keine Heizung, weil ich wollte einfach das Auto möglichst leicht haben, weil mir das taugt, wenn es so richtig nach vorn geht. Wenn ich da in die Bergreihe fahre, Richtung Berchtesgaden, dann muss ich grinsen. Dann taugt es mir, dann fühle ich mich frei. Es ist Hammer, wenn du von hinten diesen luftgekühlten Sound hörst und dann jeden einzelnen Stein auf der Straße im Lenkrad spürst. Das hat kein anderes Auto nicht. Was mich antreibt, ist, dass ich halt einfach als kleiner Bursche eine Vision gehabt habe. Und die Vision, die habe ich heute geschafft. Mit 10 Jahren habe ich schon gesagt, eigene Werkstatt, Oldtimer und ich möchte bekannt werden. Und das ist auch was, was mich heute noch antreibt. Das Bauhaus stand für den Mut, Konventionen zu hinterfragen. Die Gestaltung war authentisch, experimentell und visionär. Wo sind die Parallelen zwischen Bauhaus und Porsche? Das Besondere an der Weißenhof-Siedlung war, dass sie 1927 als eine Art Experiment gedacht war. Sie schaffte es unter Einsatz neuer Materialien und rationaler Baumethoden, Lösungen für ein modernes Wohnen eines Großstadtmenschen vorzuschlagen. Schatten, Farbe, Lichteinfall, Details, sie alle haben ein Gesamtkunstwerk ergeben. Das Design des 718T und das Bauhaus verbindet, dass sie aus Phänomenen ihrer Zeit heraus Entscheidungen getroffen haben. Im 718T äußert sich das durch das Weglassen von Elementen, die ablenken. Beim Bauhaus war es, Gestaltung neu zu denken vor dem Hintergrund der Industrialisierung. Im Innenraum wird der pure Funktionalismus eigentlich deutlich. Wir haben keine aufwendigen Beleuchtungen, Armaturen. Man ist ganz fokussiert auf das Fahrerlebnis selbst. Ich glaube, der 718T stellt interessante Fragen, die notwendig sind. Ich denke, vor einigen Jahren hätte das Weglassen eines Entertainment-Systems in einem Fahrzeug keine Fragen aufgeworfen. Heutzutage merkt man, dass etwas fehlt und hat dann eben Platz, sich auf andere Dinge zu fokussieren. 100 Jahre Bauhaus, daraus können wir eigentlich lernen, dass sich der Mut,
sich von Konventionen zu lösen, eben lohnt. Zeitliche Phänomene durch Gestaltung, durch Design, durch Kunst anzugehen und damit eben Möglichkeiten für Neues zu erschaffen. There's a good deal of Porsche in this Volkswagen. Buried under war rubble, the VW 39 has been brought back to life after a painstaking restoration. Dr. Ferdinand Porsche and his son Ferry designed the car in 1939 as a high-speed variant. For testing, they equipped the nitro-black Volkswagen with a souped-up Type 64 engine from the Berlin-Rome car. The pre-series Beetle boasts a stately 32 horsepower. Weighing in at just 695 kilograms, the car hits a top speed of 145 kilometers per hour. The original plan was to build 50 units. With the beginning of World War II, however, military developments take precedent. Just 14 models leave the plant in Zuffenhausen, each with a different Porsche engine. By the end of the war, they are all defunct, or nearly all. There's one exception, this VW 39 with chassis number 10003. Today, it's the only remaining unit. J'avais fait 4 voyages jeunes. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Une aventure solitaire, puisqu'on ne part qu'à une seule voiture. Et un jour, un de mes deux fils m'a demandé, « Papa, avant que je travaille, après mes études, sérieusement, il faut qu'on fasse un voyage comme tu avais fait, avec la Porsche 928. » Quand on arrive dans une petite ville au milieu de la Sibérie, ils ne l'ont jamais vue, la voiture. Ils ne connaissent pas cette voiture. Ça leur paraît fou de faire un tour du monde avec une voiture comme ça. Il y a une relation avec cette voiture qui est complètement exceptionnelle. Tout dépend de la voiture. Donc le rapport que j'ai et que nous avons avec mes deux fils avec cette voiture, c'est la famille, c'est un enfant de la famille. On a déjà fait 2 grands voyages avec la route de la soie et une boucle autour du monde. Dans un certain sens, cette voiture, la 928, n'était pas du tout prévue pour ce type de voyage. Mais prendre une voiture qui n'est pas adaptée et la transformer un petit peu, mais pas complètement, pour ça, c'est toujours plus impressionnant. Sur la route de la soie, les gens étaient vraiment très surpris et très gentils. Justement à la frontière Ouzbékistan, le douanier, il a ouvert le moteur, il nous a demandé si c'était un 2 litres. Là, quand on lui a dit 5 litres, ah, il a fait 2 pas en arrière, il était... Et à la fin, il nous a dit, allez-y, mettez à fond, à fond, à fond. Donc on est parti de la frontière ouzbék à fond. La voiture était vraiment notre passeport. Ça a été un moyen d'échange et de relationnel fantastique. Il y a toujours des idées de voyage futur dans ce style, mais pas avec la Porsche 928, pour pas la remettre en situation de risque dans des pays compliqués. Elle a eu sa vie, maintenant elle est un peu à la retraite. Pour nous, c'est plus qu'une voiture, c'est vraiment sentimental. On est au bout du monde entre père et fils, et c'est quelque chose d'inoubliable et d'unique. Cette voiture, on la revendra jamais. Komplett zerlegtes Auto, ohne Motor, mit Achsen. Ich glaube, Türen waren nur dabei und keine Innenausstattung, also gar nichts, keine Scheiben, nichts, also eigentlich so ein bisschen Edelschrott.